Willkommen bei der Tag auf Ländle TV und ein herzliches Hallo aus Dornbirn. Genauer gesagt von der Interactive West, der Digitalkonferenz. Der Ort, an dem digitale Transformation zum Greifen nah ist. Der Ort, an dem künstliche Intelligenz und menschliche Intelligenz Hand in Hand gehen. Wir haben die Highlights für Sie zusammengestellt. Sie sei Spielwiese für alle, die das digitale Zeitalter mitgestalten wollen. Die Interactive West. Die größte Digitalkonferenz im Bodenseeraum als Treffpunkt für alle Digitalschaffenden. Mit knapp 800 Gästen ging die IAW zum 9. Mal über die Bühne und das auf dem Messegelände Dornbirn. Wir sind mega happy, dass so viele Leute, also um die 700 Leute hier da sind. Es ist ein komplett anderes Gefühl, wieder mit so vielen Menschen sich zu treffen und netzwerken zu können und wirklich diesen interessanten Talks zuhören zu können. Und ich glaube, es braucht zumindest einmal im Jahr einen Ort, wo sich die Szene oder die Leute, die sich um diese Themen interessieren, die dann physisch treffen können. Unter anderem ging es darum, wie Unternehmen Innovation leben und vorantreiben. Gesprochen haben zum Beispiel ExpertInnen von Google Austria bis zu Microsoft. Katrin Fransen von TikTok sieht die App auf Business-Ebene als Möglichkeit, Marketingziele mal neu zu erreichen. TikTok ist ein ganz neuer Weg, seine Werbebotschaft zu verkünden und auch neue Zielgruppen aufzubrechen. Man kann wirklich als Marke sich neu erfinden auf TikTok. Man hat eine Zielgruppenansprache auf Augenhöhe, wenn man möchte. Man kann sich mit den Nutzerinnen und Nutzern wirklich da auf Gespräche einlassen, auf Kommunikation einlassen und zusammen an Produkten feilen. Und man kann sich völlig neu darstellen auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Die Zielgruppe wird ehrlich gesagt älter. Nachdem wir am Anfang ja sehr stark mit der Gen Z gestartet sind, haben wir jetzt die Millennials sehr viel am Start und gehen auch in die älteren Zielgruppen. Und jeder kann seine Welt auf TikTok finden. Es ist eine ganz andere Plattform. Es hat ein wahnsinniges kreatives Potenzial. Die besonders Kreativagenturen kommen zu uns und sagen, dass sie eine völlig neue Art des Storytellings finden und ganz neu denken können. Und das schätzen sie sehr. Einen Einblick in die Zukunft der künstlichen Intelligenz gab es mit Armin Skoff von Microsoft Österreich. Für den Experten steht fest, zur Entwicklung der Digitalisierung zählt sie schon lange. Die Automatisierung von intelligentem Verhalten und dem maschinellen Lernen. Ich glaube, das Wichtigste aus meinem Vortrag heraus ist, jetzt losstarten. Aber sich auch gleichzeitig bewusst sein, dass wenn man losstartet, die Reise in Richtung künstliche Intelligenz vielleicht holprig ist, aber sich am Ende bezahlt machen wird. Wo sonst jährlich knapp 1000 ExpertInnen zusammenkommen können, um sich über die digitale Entwicklung auszutauschen, wisse der Experte von Microsoft nicht. Es gehe darum, was schließlich alle verändern würde. Die IAW ist wirklich großartig. Es ist fantastisch, wieder mal auf einer Bühne zu stehen, das Feedback von den Menschen zu bekommen, wenn man ihnen in die Augen schaut. Dann ist das einfach etwas komplett anderes. Und deshalb bin ich sehr dankbar für die Einladung und ich hoffe, dass wir in Zukunft weitermachen können. Das war die IAW 2021. Ein Ort, an dem Gleichgesinnte zusammenfinden können, um sich auszutauschen und frische Ideen im Digitalbereich zu sammeln und zu teilen. Am Wochenende ging in Bludenz das Susi-Weigel-Fest über die Bühne. Bei strahlendem Sonnenschein wurde in Bludenz gefeiert. Meine Kollegin Stefanie Fendt war für sie vor Ort. Bei strahlender Spätsommersonne wurde am Wochenende in Bludenz das Susi-Weigel-Fest zelebriert. Organisiert wurde diese Veranstaltung vom Kulturamt der Stadt Bludenz im Rahmen der Sehnsuchtsorte, eine gemeindeübergreifende Veranstaltungsreihe, in der besondere Orte im Fokus stehen. Es dreht sich alles um Susi Weigel. Es gibt ganz viele verschiedene Kinderlesungen. Also das kleine Ich bin ich beispielsweise wird auf Deutsch, Arabisch, Türkisch und BKS gelesen. Es gibt die Gekis, die Oma meinem Apfelbaum, also wirklich die Werke spielen eine zentrale Rolle. Es gibt ganz viel Mitmach-Action, es gibt Bimboli-Basteln. Die Bianca Teigner hat einen Illustrationsworkshop am Vormittag. Hat man Sockentiere bastelt mit kleinen Ich-bin-Ichs, also ganz, ganz viel Verschiedenes. Vielen Bludenzerinnen und Bludenzer war es bis vor einigen Jahren nicht bewusst, dass die sehr produktive Künstlerin und Illustratorin Susi Weigel jahrzehntelang in ihrer Stadt gelebt hatte.
Das Wirbelareal mit seinem 170 Jahre alten Gebäude wurde zu diesem Zweck von Alleineigentümerin Gertrud Wirbel zur Verfügung gestellt. Also abgesehen davon, dass Susi Weigler Jass Freundin war meiner Mutter, schätze ich sehr die Inhalte von ihr, die sie mit der Mira Lobe als Autorin und sie als Illustratorin in die Welt hinaus gesandt hat. Und das sind Werte, die bleiben einfach ewig gültig. Liebe zur Natur, die Verantwortung zur Natur, die Toleranz, die Fähigkeit, Konflikte zu lösen, auf die Umwelt zu achten, aufeinander zu achten. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Botschaft. Und sie schaffte es mit der Mira Lobe zusammen, das den Kindern so beizubringen, dass sie das spielerisch lernen und begreifen und erfassen können. Und mir geht es darum, dass die Bevölkerung erkennt, was für ein Juwel dieses Areal im Herzen der Stadt ist. Und mein oberstes Ziel ist, dieses Anwesen zu erhalten und vor allem den Garten, wenn möglich, als Stadtgarten zu öffnen. Darum ist es für mich sehr wichtig, dass dem Ganzen der Idee Leben und Seele eingehaucht wird durch Bespielungen aller Art. Dank einem inspirierten Konzept in diesem einzigartigen Ort war die Veranstaltung bei Groß und Klein ein Erfolg. Wir haben tatsächlich einen sehr großen Anklang. Es waren unglaublich viele Kinder schon da und nach wie vor sind sehr viele Menschen da, Erwachsene und Kinder. Und es freut mich sehr, dass sehr viel Begeisterung in den Gesichtern sind. Ich war schon öfters da in diesem wunderbaren Areal, in diesem verwunschenen Garten. Genieße es sehr, bin fasziniert, dass es da mitten im Bludenz noch Apfelbäume gibt. Die Veranstaltung selber, ich bin jetzt mit meinen zwei Enkelmädchen da, die haben jetzt mit alten Socken Tiere gemacht, also die sind begeistert. Auf der anderen Seite finde ich das so schön, dass Jugendliche mit ihren Betreuern da die Bewirtung machen. Finde ich auch ganz sinnvoll, ich bin ganz begeistert. Das gebotene Format, welches durch eine Verknüpfung von Kultur und Natur entsteht, scheint wahrhaftig ein Bedürfnis bei den Menschen zu stillen. Es ist so eine Sehnsucht da nach Grün und nach einem Garten. Und darum ist mir jede Veranstaltung recht, die hier stattfindet, damit da ein Geist und eine Seele und Ideen hineinkommen, dass da was wachsen kann. Dieser Ort der Begegnung wartet also auf engagierte Projektgärtnerinnen und Gärtner. Das war der Tag auf Ländle TV. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten und bis dahin haben Sie noch eine schöne Zeit. Im Anschluss sehen Sie noch das Wetter von Kachelmann. Es bleibt herbstlich freundlich. Der Mittwoch startet vom Bodensee bis ins Rheintal hinein mit hochnebelartiger Bewölkung. Sonst scheint von der Früh weg die Sonne und es ziehen nur harmlose Wolkenfelder durch. Im Laufe des Vormittags stellt sich überall freundliches Herbstwetter mit Sonne und ein paar Wolkenfeldern ein. Es bleibt trocken und die Temperaturen steigen auf 14 Grad im Bregenzer Wald und bis auf 18 Grad im Rheintal. Um 21.21 Uhr fängt dann der kalendarische Herbst an. Von Donnerstag bis inklusive Samstag stellt sich ruhiges Hochdruckwetter mit viel Sonne ein. Nur in den Morgenstunden kann es rund um den Bodensee oder im Rheintal regionale flache Nebelfelder geben. Sonst scheint oft die Sonne von früh bis spät. Dazu wird es nachmittags angenehm warm mit 20 bis 23 Grad.